Jeps, hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Die Sims 4 Werwölfe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, Leute. Habt ihr ein schönes Weihnachtsfest gehabt? Ich hoffe doch sehr. Ich weiß es noch nicht, wie meins war, denn zu dem Zeitpunkt der Aufnahme war bei mir Weihnachten noch nicht. Das ist bei mir immer noch der 22.12., ein Donnerstag. So, Michael hält sich fit. Das ist doch immer gut. Und wir hätten heute diesen Talentwettbewerb. Weißt du was? Geh mal dahin. Mach das mal, Michael. Schau mal, ob du da was reißen kannst. Das können wir noch machen. In die Sternengucker Lounge. Hatten wir schon mal an dem Michael haushoch gewonnen hat und vielleicht schafft das diesmal ja auch. Okay, da sind die ganzen Leute. Lass dich von lokalen Talenten unterhalten, melde dich in der Bar an, um teilzunehmen. Okay, an der Bar. So. Nee, ich glaube dann bei der Barfrau. Freundlich. Moment. Nee. Geh mal dahin. Warte mal, melde dich in der Bar an. Warum funktioniert das nicht? Was machst du denn jetzt? Mit Matteo plaudern. Ja, okay. Schnüffeln und vorstellen. Melde dich an der Bar an. Oh, warum bist du so traurig? Comedy-Auftritt, improvisieren, Auftritt geben. Moment. Anmelden, hä? Ach hier, Open Mic teilnehmen jetzt. Jetzt funktioniert's. Okay, Michael. Hat sich für den Talentbewerb angemeldet, schnapp dir das Mikro oder Instrument, wenn du auf die Bühne gerufen wirst. Okay, gut. Aber zieh dir auf jeden Fall erstmal was Schöneres an. Okay. Auch kannst du noch mal ein Getränk bestellen vorher. Lieblingsgetränk. Hina. Die spielt doch ganz gut hier. Wer bist du denn eigentlich? Alexa Kreitz. Oh, Entschuldigung, Leute. Michael ist jetzt dran. So, Mehrauswahl. Nee. Genau. Mach mal Lied spielen. Mach mal lateinamerikanisch. Schloss Simoleonis. Schau mal, ob du überhaupt eine Chance hast dafür. Oder damit. Michael? Ach, du wolltest ein Getränk trinken. Okay, war eh ein Wunsch von dir. Okay, dich kennen wir. Alice Martin und Octavia Moon. Okay. Michael? Will erstmal trinken. So, dann spiel mal. Spiel mal ordentlich was auf, Michael. So, schauen wir mal. Oh, ist traurig. Manu. Und? Oh. Und? Noch einer, der zuschaut? Okay, jetzt kommen sie alle. Und da ist was los. Spiel noch mal eins. Achso, nee. War das jetzt sein Beitrag? Moment mal. Mehrauswahl. Fesselnder Musiker. Chanson de Raffinesse? Was ist denn das? Oh, cool.
Das ist ja das schottische Lied. Der Rest ist zu brave. Scheint es aber nichts dabei, oder? Lieder singen. Machen wir mal weiter, Michael. Ja, das ist ja beim Chaos hier. Achso, der singt mehrere Sachen. Oje, Michael, oje. Ich glaube, das wird diesmal nix, oder? Was ist denn das? Musik hören, weil er in einer Lounge ist, okay? So, jetzt noch ein bisschen. Genau, noch ein bisschen Karaoke hier. Und mit dem? Oh je. Haha, der freut sich. Das hat irgendwie nicht funktioniert, glaube ich. Wir möchten uns bei allen entschuldigen, die diesmal nicht teilnehmen konnten. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal, okay? Naja, okay. Naja. Aber war doch in Ordnung. Penny. Vorführung ansehen. Oh, Mike ist da. Und schon wieder wütend. Er freut sich, weil er Michael sieht. Mike, du magst die Bar nicht? Oh je. Sie ist eingefroren. Naja, war ein bisschen komischer Talentwettbewerb. Naja, ist ja auch eigentlich egal. Wer bist du denn? So eine komische Brille auf. Luisa Schwarz. Sol, Sol. Oh je. Der Mike. Der Bandit. Aber er freut sich hier, der Matteo. Ja, ein bisschen anfeuern, genau. Schön, schön. Oh nein, nicht die gelben Unterhosen. Der Witz ist schon so alt. Ja, okay. Oh. Ja, er hat Spaß. Ja, was macht er denn hier? Ui. Erzähl mal eine Geschichte, Michael. Genau, red noch ein bisschen mit Mike. Ja, aber Mike hat nur Augen für Katharina. Aha. Chibi. Chibina. Le Bonkusha. The Fall of Ferdoy. Yanni Bianca. Jeder erzählt hier für sich und keiner. Busta Bay. Dufka. Und keiner hat irgendwie Augen für den Talentwettbewerb. Oh Mann. Oh, eine Vampirin. Oh, Fledermaus. Warte mal, wer bist du denn? Sarah Brandenburg.
Moment mal, Brandenburg. Ist die mit dem Besitzer der Bar in Hanford verwandt? Glaubliche Geschichte erzählen. Fesselnde Geschichte erzählen. Verbrecherkumpanin werden, ja, genau. Weißt du was? Und schnüffel mal. Zusammen hier herumwüten. Schnüffel mal. Schauen wir mal, was hier rauskommt bei den ganzen Leuten. So, und? Ha, Verbrecherkumpane. Das passt zu euch zwei. Michael und Mike sind jetzt Verbrecherkumpane. Die können jetzt zusammen Streiche planen und ihre inneren Schelmen rauslassen. Wunderbar. Genau, sie ist Vampir. Er ist ein Mensch. Du bist ein Magier. Und du bist auch ein Mensch. Meistens ein Menschen hier. Okay. Alles klar. Was erzählt denn der da? Nee, jetzt nichts bestellen hier, Michael. So. Gut, geh noch mal nach Hause. Das, was ich eigentlich in der letzten Folge schon vorhab, dafür ist es jetzt auch schon wieder zu spät. Oh Mann, 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 Mann. Leg dich hier mal ein bisschen schlafen, Michael. So. Oh, dunkel. Nee. Dich mal schlafen. Was haben wir hier? Hier ist auch noch was zum Weiterentwickeln. So, wunderbar. Moment mal. Die Vereinigung für Artefakte hat von den archäologischen Kenntnissen von Michael gehört und sendet ihm daher ein paar Artefakte mit der Bitte, deren Ursprung zu ermitteln. Michael soll ein hübsches Sümmchen erhalten, wenn er hilft. Okay. Das wird wahrscheinlich jetzt noch nicht da sein. Nee. Okay, gut. So, jetzt ist es 5 Uhr früh. Wie schaut's aus? Könntest du dich mal ein bisschen putzen, selbst pflegen. So, wunderbar. Wäre hier irgendwas zu verkaufen? Nee. Moment, da ist auch noch was zum Weiterentwickeln. Das wird langsam hübsch. Okay. Gut. So, was machst du denn jetzt? Himmel beobachten. Okay. Wenn du das machen willst. Oh, die Wut. So. Fische füttern. Ja, keine Ahnung. Da kommt irgendwie nicht wirklich was Tolles raus. So, Fische, die wollen auch was haben. Dann schauen wir hier nochmal rein. Der Haushalt Patron ist eingezogen. Der Haushalt Schäfer ist eingezogen. Alina Jakob arbeitet als Regierungsbeamtin. Markus Schneider ist ins Jenseits eingekehrt. Kuchenköder einer Kuhpflanze reingefallen, okay. Ralf Sommer ist jetzt Palettenreiniger. Masaru Morita ist ins Jenseits eingekehrt. Haushalt Beli hat einen Hund adoptiert. Na, einiges passiert. Halia, Polizeileutnant. Axel Brandenburg, Job angenommen. Tamati Kialoa ist ins Jenseits eingekehrt. Was haben wir denn hier? Streichetag. Naoki Ito, oh oh, ist ins Jenseits eingekehrt. Oh Mann, was ist denn da los hier? Sonst nichts passiert. Streichetag, okay. Oh oh.
So, mal verkaufen alles. So, und wir haben über 200.000. So. Hier ist auch noch was. Sehr gut. Die Bäume haben noch nichts wahrscheinlich, oder? Okay. So, schön. Gut, Blase, Hunger, das passt alles. Wunderbar. Was ist das nochmal? Musik hören, weil er in einer Lounge ist. Okay. Streichetag. Mit wem können wir denn jetzt Streiche machen? Okay, Michael will trainieren erstmal. Alles klar. Dann mach das mal. Aber das machen wir jetzt mal ein bisschen schneller. So. Oh, und hier gammelt was. Genau, schmeißt es mal weg. Ja, da hat irgendwer einen Sud stehen lassen. Ich glaube, das war Lea sogar. Post holen haben wir noch nicht. Okay, gut. So. Okay. Wisst ihr was? Dann machen wir das doch heute. Und zwar, wir gehen wir mal hier hin mit unserer Tochter. So, schauen wir mal, ob ich sie finde hier. Oh, so ein Haufen Leute hier. Na, da. Janet. Gehen wir noch ein bisschen auf den Rummel mit ihr. Ja, in der Früh. Aber wirst du nicht. Es ist ja Wochenende, glaube ich. Heute müsste Sonntag sein. Zumindest hier im Spiel. Okay, gut. So. Wisst ihr was? Genau. Fahren mit Janet, genau. Warte, mach mal das aus. Outfit. Nee, ja, Outfit auch ändern. Und Megatempo deaktivieren. So. Unwohl. Oje. Na du, hast du Lust auf einen Rummel heute? Na, klappt es jetzt? Fahren mit Janet? Okay. Irgendwie will das jetzt gerade nicht. Zusammen hier hingehen. So. Ah, schön. Na komm, Mädchen. Ui. Na, das kann dauern. Spulen wir mal vor. Dia. Hast dich in Willy Hupperts verknallt. Ja, mach mal. Wer auch immer Willy Hupperts ist. Ach, so schön hier. Fahren. Ja, das Liebesding vielleicht jetzt nicht. Wer bist du denn? Mareike Jakob. Da kommt er. Oh je, Janet braucht. So. Oh. Okay, na. Die braucht aber echt lange. Ja, die stapft auch gerade. Ziemlich wütend. So. Fahren mit. Warum geht das nicht? Zusammen hier hingehen. Ah, Michael ist da hinten gerade. Ui. Ach komm schon. Das wird doch lustig. So, fahren mit. Janet, so, komm. Hast du keine Lust? Moment mal, stopp. Debuggen. So. Fahren mit Janet. So. Zum vierten Mal jetzt. Warum klappt es nicht? Okay, dann probieren wir mal die Geisterbahn. Klappt es?
Oh je. Ich will lieber spielen. Tja. Klappt es nicht mit Kindern oder aus welchem Grund kann sie da nicht mitfahren? Na, vielleicht hat sie einfach nur keine Lust. Dann fährt Michael halt einfach ein bisschen. Naja, ist aber auch ein bisschen langweilig, oder? Oh Mann, was für eine Folge schon wieder. Und dann... Ich probiere das jetzt nochmal. Aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Techtelmechtel mit Lea. Nee, das funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Und wieso Techtelmechtel mit Lea? Ist die irgendwo hier? Okay, lass mir mal schauen, ob ich sie irgendwo entdecke. Ash, hajo, wer bist du denn? Hallo, ich bin Ash. Herzlich willkommen in Copperdale. Ich möchte dir ein paar Tipps geben, was man hier alles Cooles machen kann. Besuche zum Beispiel das Pumbite Pier. Hast du das dagegen, wenn ich die nächsten Tage vorbeischaue, um zu sehen, wie du zurechtkommst? Gut, ich werde diese Nummer nicht blockieren. Okay, was ist denn das? Romantische Fahrt mit... Nee, machen wir nicht. Hm. Oh Mann. Warum klappt es nicht? Weil es ein Kind ist? Aber gerade Kinder fahren doch gern mit sowas, oder? Ah, das ist ja echt doof. Moment mal, zusammen hier hingehen. Oder weil Michael so wütend ist? Janet? So, jetzt noch einmal fahren mit... Geht nicht. Oh oh. Okay, oder wegen seiner Wut vielleicht. So, die Kontrolle zurückerlangen. Oh, Caleb, hallo. Caleb Vatore findet Michael Redcock klasse, möchte beste Freunde werden. Okay, natürlich. Oh oh, jetzt sind wir wütend. Ja, toll. Michael und Rory haben sie aus den Augen verloren. Ja, okay, es geht ja nur um dein. Oh, Rick Goya. Scheibs. Okay. Na gut, dann war das heute nichts. Und wir werden in der nächsten Folge einen wütenden Michael haben. Und zwar zu Hause. Oh Mann, das ist so ein Quatsch. Naja, eine sehr eigenartige, eigenwillige Folge. Naja, gut. Das soll vorkommen. Aber warum wir das nicht konnten? Wegen der Wut? Aber allein konnte Michael doch auch fahren. Ich weiß auch nicht. Okay, Leute. Dann, schön, dass ihr wieder da wart. Aber Michael, ich wollte mich doch gerade verabschieden von unseren lieben Zuschauern. Macht's gut, Leute. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Und Servus.